Also ich stelle mir Wissenschaftskommunikation immer wie so eine Zwiebel vor. Und sagen wir, ganz im Innern der Zwiebel wäre jetzt die wissenschaftliche Originalliteratur. Und dann ganz außen ist dann zum Beispiel Instagram oder TikTok. Und ne, TikTok zum Beispiel, da kann man ne, innerhalb von einer Minute oder so kann man nur so viel machen. Das ist oberflächlich, aber man erreicht ganz viele Leute. Ne? Und die muss man ja, man muss ja irgendwo die Leute auch abholen erstmal. Und dann kann man die weiter reinziehen in die Zwiebel. Ja? Und deswegen hat jede Schicht der Zwiebel die Berechtigung. Und eigentlich braucht man alles. Der Großteil meines Berufs besteht aus Lernen. Ich finde es cool. Also für manche klingt es jetzt wie der Albtraum, aber das ist halt das Schöne für mich. Und da mein Spezialgebiet, mein breiteres ja immer so diese gesellschaftlich relevanten Themen sind, habe ich noch nie ein Thema gehabt, wo ich gesagt habe, das ist zu kompliziert, weil alles, was gesellschaftliche Relevanz hat, was Leute betrifft, müssen sie auch verstehen können und zumindest die Basics. Man muss halt, wenn man in die Öffentlichkeit geht, genau dieselben Ansprüche an sich haben, wie wenn ich jetzt auf eine Konferenz gehe. Wenn ich auf eine Konferenz gehe oder wenn ich ein Paper einreiche und da Quatsch erzähle, dann wird es kritisiert, dann muss ich im Zweifelsfall retracten. Das heißt, die Wissenschaft ist so eine Self-Correcting-Maschinerie. Ne? Und dieser Self-Correcting-Mechanismus, der ist noch nicht auf die Wissenschaftskommunikation ausgeweitet. Denn sobald jemand ins Fernsehen geht zum Beispiel, ist es so, ja gut, das ist jetzt seine Meinung, Meinungsfreiheit und so, damit haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Und das ist, glaube ich, das Problem. Man muss halt außerhalb der Wissenschaft genauso verantwortlich sein wie innerhalb. Und das ist halt momentan noch nicht so, ja. Mein Anspruch ist, dass das, was ich mache, nicht nur in der Laienöffentlichkeit gut ankommt, sondern dass es auch eine Arbeit ist, die von der Wissenschaft auch gewürdigt ist. Ne? Dass wenn wirklich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese Inhalte sehen, dass die auch sagen, das ist gut. Und deswegen freue ich mich auch wirklich so sehr über diesen Preis. Der bedeutet mir persönlich nochmal besonders viel, diese Wertschätzung jetzt aus der Chemie zu bekommen. Weil ich glaube, das ist eben die große Kunst, diese Brücke zu schlagen. Ne? Und deswegen versuche ich immer, ja, meine Arbeit so zu machen, dass dann, weiß ich nicht, mein Doktorvater, mein ehemaliger Stolz ist, dann auch, ja, und nicht denken muss, oh.